Wohnen ist ein Menschenrecht. Man kann nicht nicht wohnen. Und deswegen ist es wichtig, dass es uns gibt. Zürich ist eine der teuersten Städte der Welt. Die Mieten steigen und steigen. Und so wird es auch mit einem durchschnittlichen Einkommen immer schwieriger, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und die immer höheren Mieten machen auch im Gewerbe zu arbeiten. Und genau deswegen gibt es die Stiftung PWG, die sich seit über 30 Jahren für preisgünstige Mieten einsetzt. Wenn ich anderen Menschen erklären darf, was wir machen, dann erzähle ich immer gerne die Geschichte von einer Familie, die plötzlich aus heiterem Himmel die Wohnung gekündigt worden ist, weil ihr Mietshaus saniert werden soll. Die Familie hat gesucht und gesucht und x Bewerbungen abgesetzt, aber immer nur Absagen bekommen. Schlussendlich hat sie die Hoffnung schon fast aufgegeben auf eine Wohnung im Quartier. Und wenn sie hätte wegziehen müssen, dann hätte das Kind aus ihrem vertrauten Umfeld gerissen. Und wo sie schon fast nicht mehr daran geglaubt hat, ist doch noch die erlösende Zusage von der Stiftung PWG gekommen. Solche Geschichten erlebe ich immer wieder und sie machen meine Arbeit so schön, weil ich merke, dass unsere Arbeit einen direkten Einfluss hat auf die Lebensrealität der Menschen. Ich wohne schon lange in der Stadt Zürich und beobachte gewisse Entwicklungen mit Sorge. Kein Quartier soll zu einem Biotop für Vielverdiener werden. Kein Quartier darf veröden, weil das Gewerbe wegziehen muss oder weil ein kleiner Laden wegziehen muss, weil er die Miete nicht mehr zahlen kann. Ich bin der Cornel Ringli und setze mich seit 2005 mit der Stiftung PWG für preisgünstigen Wohn- und Gewerberaum in der Stadt Zürich ein.